Karibu Kenia. Herzlich willkommen in Kenia, dem Land voller Tier- und Artenvielfalt. Kenia ist mehr als weiße Strände und erholsamer Badeurlaub. Freie, unberührte Tierparadiese voller interessanter Eindrücke und Abenteuer erwarten Sie. Der Flug von Frankfurt nach Mombasa dauert ca. 9 Stunden. Er geht über Italien, Griechenland, Libyen, Ägypten und den Sudan. Mombasa ist mit ca. 915.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Kenia und die wichtigste Hafenstadt Ostafrikas. Die Gebäude der Stadt erinnern an die arabische, die englische und die portugiesische Vergangenheit Mombasas. Mombasas Reiz erschließt sich den ankommenden Touristen oft erst auf den zweiten Blick. Erst das Nebeneinander von gestern und heute und die faszinierende Kulisse der vergangenen Jahrhunderte fesseln die Besucher. Einen authentischen Eindruck von Mombasa bekommen Sie, wenn Sie einen Spaziergang durch die erhellten Gassen der arabischen Altstadt machen. Einzeln im Sansibar-Stil gebaute Häuser mit kunstvoll geschnitzten Holztüren und Balkonen zeugen noch heute vom einstigen Reichtum der Stadt. Genießen Sie bei Ihrem Besuch in Mombasa das bunte Treiben auf den Straßen, die engen Gassen und die Gelassenheit der Afrikaner. Im Anschluss Ihrer Exkursion sollten Sie es auf keinen Fall versäumen, der alten Markthalle einen Besuch abzustatten. Ein Besuch der Altstadt Mombasas oder einen der vielen Märkte lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht haben Sie ja Lust, mit den Händlern ein wenig zu feilschen. Obst, Gemüse und vor allem Gewürze gibt es in großer Auswahl. Mein Tipp: Erkunden Sie die Höhepunkte Mombasas während einer geführten Städtetour. Die Ausflüge werden als Halbtags- oder Ganztagestouren angeboten. Sie können sie direkt vor Ort in den Hotels buchen oder Sie sichern sich Ihren Platz ganz einfach schon im Vorfeld bei Aqua Active Agency. Eines jedoch sollten Sie auf keinen Fall, nämlich die Sehenswürdigkeiten der Stadt, versäumen. Circa 30 Minuten mit dem Auto in nördliche Richtung erreichen wir die Severn Sea Lodge. Die Lodge befindet sich am berühmten Bamburi Beach, direkt am Indischen Ozean. Die Vier-Sterne-Anlage ist liebevoll im traditionellen afrikanischen Stil gestaltet. Die Rundbungalows, das Hauptgebäude und die beiden Swimmingpools liegen eingebettet inmitten eines wunderschönen Palmgartens. Die Zimmer und Suiten sind in handgearbeiteten Holzmöbeln ausgestattet und im stilvollen afrikanischen Design gestaltet. Der Kenbali Wellness- und Fitnessbereich besteht aus Rezeption und zwei Massageräumen. Gönnen Sie sich eine entspannte Massage oder wählen Sie eine individuelle Anwendung aus dem Relaxing-Menü aus.
Dem Ressort ist eine professionelle Tauchbasis angeschlossen. Barracuda Diving Kenia bietet Ihnen beste Voraussetzungen, die Unterwasserwelt Kenias kennenzulernen. In den Restaurants erwarten Sie feine Gaumenfreuden für jeden Geschmack. Und an den Bars können Sie den Tag entspannt bei einem frisch für Sie zubereiteten Cocktail ausklingen lassen und die einzigartige afrikanische Abendstimmung genießen. Träumen Sie nicht länger davon. Tauchen Sie ein in die Oase inmitten eines tropischen Paradieses und erleben Sie das afrikanische Lebensgefühl auf da. Tauchen in Kenia hat sich im Laufe der Jahre zu einer beliebten Sportart entwickelt. Das Tauchgebiet ist auch für Anfänger geeignet. Vor dem Hotel erstreckt sich eine Lagune, die es ermöglicht, den ersten Freiwassertauchgang im flachen, 6 Meter tiefen Korallengarten durchzuführen. Auch im Außenriff geht es gemächlich nach unten. Die Tauchgänge liegen zwischen 8 und 25 Meter Wassertiefe. Die Wassertemperaturen liegen zwischen angenehmen 25 und 30 Grad, je nach Jahreszeit. Für die fortgeschrittenen Taucher gibt es Strömungstauchen, Two-Tank-Dives, Wracktauchen, Haibeobachtungen und vieles mehr. Delfinbegegnungen bei den Ausfahrten sind keine Seltenheit. Besonders interessant ist das Tauchrevier für Makrofotografen. In den bunten Hart- und Weichkorallengärten finden sich eine Vielzahl von Schneckenarten. Skorpionen und Steinfische verstecken sich in den Ritzen, aber auch Schildkröten, Muränen, Kartoffelbarsche oder verschiedene Arten von Rochen trifft man fast bei jedem Tauchgang an. Und bei jedem Tauchgang findet man sich staunend inmitten riesiger Fischschwärme wieder. Je nach Saisonzeiten liegen die Sichtweiten zwischen 10 und 30 Metern. Die beste Zeit zum Tauchen liegt zwischen Oktober und April. In dieser Zeit ist das Wetter ruhig, die Sichtweiten sind gut und die Fische gibt es im Überfluss. Tauchen ist ein toller Sport und das Bamburi-Reef bietet beste Voraussetzungen auch für Einsteiger. Kenia hat noch mehr zu bieten als eine wunderbare Unterwasserwelt. Und so machten wir uns auf den Weg von der Severin Sea Lodge in das Severin Safari Camp im Tsavo Nationalpark. Die teilweise etwas beschwerliche Fahrt von Lodge zu Lodge dauert je nach Verkehr zwischen 5 und 8 Stunden. Erst einmal im Ressort angekommen, erwartet Sie eine Mischung aus Abenteuer und einem Hauch von Luxus. Die Zelte und Suiten sind mit Holzmöbeln im traditionell afrikanischen Stil ausgestattet. Helle und warme Farben sorgen für eine behagliche persönliche Atmosphäre. Jedes Zelt und alle Suiten sind ausgestattet mit je einem komfortablen Bad mit Warm- und Kaltwasserdusche. Sie brauchen also auf keine Annehmlichkeit verzichten.
Von jedem der 27 Zelte und Suiten bietet sich ein wunderschöner Blick auf die Buschlandschaft. Auch ein komfortabler Pool und ein Spa steht den Gästen zur Verfügung. Er bietet sich an, die Seele baumeln zu lassen oder sich einfach mal zu entspannen. Oder lassen Sie sich einfach mal bei einer Massage so richtig verwöhnen. Im Restaurant werden Sie mit internationalen und nationalen Köstlichkeiten verwöhnt. Und ganz nebenbei lernen Sie die Wildnis, die Natur und die Traditionen Afrikas kennen. Sie haben Kontakt mit sympathischen Menschen, wilden Tieren und das auf eine ganz besondere Weise, die Ihnen sicher lange in Erinnerung bleiben wird. Herzlich willkommen im Temple Point Resort. Betreten Sie eine Welt voller Entspannung und Abenteuer und erleben Sie die Magie Kenias. Unser 4-Sterne-Strandresort begrüßt Sie mit liebenswerter Freundlichkeit am Indischen Ozean und Mida Creek. Lassen Sie sich durch das Flair des Swahili-Stils verzaubern. Freuen Sie sich auf die Ruhe dieser Oase an einem unserer Pools und am Strand. Lassen Sie den Tag auf Ihrer Veranda unter dem strahlenden Sternenhimmel des Südens ausklingen. Genießen Sie ein romantisches Candlelight-Dinner in unserem Honeymooners-Pavillon am Saum des Mida Creek oder die abwechslungsreichen internationalen und afrikanischen Speisen in unserem Restaurant und während unserer stimmungsvollen afrikanischen Nacht. Begrüßen Sie den Tag mit Ihren Übungen am Strand und sammeln Sie neue Energie am sanften Indischen Ozean. Gehen Sie auf eine erholsame Sinnesreise, aus der Sie über Ihren Aufenthalt hinaus Kraft und Ruhe schöpfen können. Lernen Sie das authentische Kenia und seine Kulturschätze kennen. Besuchen Sie die Ruinen der versunkenen Stadt Gede, den Arabuku-Sukuke-Küstenwald mit seinen endemischen Tieren oder die Altstadt von Malindi. Seeadler, Seidenreiher und Flamingos begleiten Sie auf Ihrer Tour durch das faszinierende Vogelparadies Mida Creek. Besuchen Sie seine mangrovengesäumten Inseln und staunen Sie über die kunstvollen Nester der Webervögel. Das Temple Point Resort und seine Partner bieten ein abwechslungsreiches Wassersportprogramm mit Kitesurfen, Kanu- und Kajaktouren an. Entdecken Sie die bunte Artenvielfalt einer intakten Unterwasserwelt beim Schnorcheln oder Tauchen. Setzen Sie Segel für einen aktiven Urlaub mit Tennis, Tischtennis, Beachvolleyball, Boccia, Bogenschießen und vielem mehr. Hochzeit und Flitterwochen sind einzigartig in Ihrem Leben. Mit Liebe zum Detail richtet unser erfahrenes Team Ihre Traumhochzeit, einschließlich der Erledigung aller Formalitäten Ihren Wünschen entsprechend aus. Starten Sie mit uns in ein Leben zu zweit. Kenia ist wundervoll und abwechslungsreich. Es benötigt für seinen weiteren Aufstieg gut ausgebildete Menschen. Zur Verbesserung der Zukunftsperspektive der Kinder unserer Mitarbeiter und Nachbarn unterstützen wir daher die Dogokundo Primary School. Das Team des Temple Point Resort freut sich auf Ihren Besuch und verspricht Ihnen einen unvergesslichen Urlaub voller Entspannung und Abenteuer. Bukani seka, ati tokoto, kolela vita.
Sansibar erwartet uns das nächste Abenteuer. Mit der Airline 540 setzen wir unsere Reise in Richtung Sansibar fort. Nach ca. 40 Minuten Flugzeit erreichten wir unser Ziel. An der Nordküste, am palmgesäumten und kilometerlangen Naturstrand von Matembe, liegt die Sunshine Marina Lodge, oberhalb des Strandes, direkt gegenüber der Privatinsel Nemba. Die Anlage ist so konzipiert, dass sich der Empfangsbereich mit Rezeption und Souvenirshop in der Nähe der Zufahrt befindet. Von dort aus führen die Wege zwischen den Bungalows zum Gemeinschaftsbereich mit Bar, Restaurant, Swimmingpool und Liegeterrasse. Im Infinity Pool kann man entspannt relaxen und hat einen fantastischen Blick auf Nemba. Die Anlage wurde 2013 eröffnet. Sie zeichnet sich besonders durch familiäres Ambiente, persönlichen Service, eine schöne Gartenanlage und den besten Zugang zum Meer aus. Vom Restaurant der Sunshine Marina Lodge haben Sie einen fantastischen Blick auf den Indischen Ozean. Die kulinarischen Köstlichkeiten werden frisch zubereitet und in 3-Gänge-Menüs zur Mittags- und Abendszeit serviert. Die ansprechenden doppelstöckigen Bungalows, a 2 bis 4 Wohneinheiten, stehen inmitten tropischer Vegetation. Die 23 Zimmer der Lodge sind sehr komfortabel und geschmackvoll ausgestattet und verfügen alle über Blick aufs Meer. Für Aktivurlauber stehen Fahrräder kostenlos zur Verfügung. Man kann hervorragend Wandertouren unternehmen und auch Kitesurfen wird angeboten.
Den Gästen steht ein voll ausgestatteter Wellnessbereich zur Verfügung. Lassen Sie sich mit einer Massage verwöhnen oder nutzen Sie einen der vielen anderen Anwendungsmöglichkeiten. Ich bin sicher, Sie werden sich in der Sunshine Lodge ausgesprochen wohlfühlen. Doch bei allen unseren Aktivitäten steht wie immer das Tauchen im Vordergrund. Und ich war sehr gespannt, was mich dort unter Wasser erwartet. Basis Dive Point ist dem Hotel direkt angeschlossen. Sie wird von Simon, einem jungen Franzosen, sehr professionell geführt. Die Briefings und Ausbildungen werden in verschiedenen Sprachen angeboten, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und natürlich auch Deutsch. Die Ausfahrten zu den Tauchplätzen sind sehr tidenabhängig. Morgens bei Flut wird direkt am Jetty des Hotels gestartet. Nach dem zweiten Tauchgang ist die Zufahrt bedingt durch die Ebbe nahezu trockengelegt, so dass das Schiff ca. 300 Meter vom Hotel am Strand anlegt. Und so kommt man auch noch gleich zu einer Strandwanderung. Keine Sorge, die Ausrüstung muss niemand schleppen, die wird von den Guides versorgt. Die Unterwasserwelt von Memba ist sehr gut intakt. Die Korallengärten sind weitgehend gesund und es mangelt auch nicht an Schwarmfischen. Unterwegs begegneten uns Schildkröten, Oktopoden, Torpedorochen und eine Menge Kleinzeug, wie Schaukelfische, Schnecken und sogar Geisterfetzenfische haben wir entdeckt. Entspannter Tauchgang. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und schon kommen wir zur letzten Station unseres Urlaubs, dem Schwesternhotel der Sunshine Marina Lodge. Dem Sunshine Hotel Matembe. Das Hotel liegt nur ca. 30 Autominuten von der Marina Lodge entfernt. Aufbau und Design der Anlage ähnelt es sehr der Marina Lodge. Auch die Zimmer sind fast identisch ausgestattet. Der größte Unterschied der beiden Hotels liegt begründet im Strand. Während man in der Marina Lodge nur zu Ebbezeiten an den Strand gelangt,
das Fahrrad oder den Shuttle des Hotels nutzt, um an den 300 Meter entfernten Strand zu kommen, befindet sich beim Sunshine Hotel der kilometerlange Sandstrand direkt vor der Tür. Genießen Sie mit einem erfrischenden Getränk vom Pool aus den Blick über den türkisblauen Indischen Ozean. In dem gemütlichen Restaurant werden auf einer täglich wechselnden Speisekarte eine reiche Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten angeboten. Mit nur 15 Zimmern, stilvoll und gemütlich eingerichtet und umgeben von einer üppig tropischen Gartenanlage, ist eine entspannte und private Atmosphäre während Ihres Aufenthalts im Sunshine Hotel garantiert. Heißt Kakao. Ah. Ja. Der wissenschaftliche Name heißt Theobroma. So ist der griechische Name. So Theo meint sie Gott und Broma meint sie Früchte. So es meint das der Früchte von Gott, Theobroma. So dieser Baum hat sich Töne Früchte. Oder der wissenschaftliche Name heißt Kalambora. Sind die unter der Familie heißt Sauerklärgewächse. Ja, diese sind zu reich. So, jetzt noch klein. Kamau ni ranza mino,
Auni kisankato, kamauni ranzamino. Auni kisankato, emuntu angakholwa. Auni kisi, emuntu angakholwa. Auni kisi, nambi masangweni. Auni komi hey, nambi masangweni. Auni komi hey, tiranzulela tolo. Die Queenin Kato, Ranzulela Tolo. Die Queenin Kato, Delininga Salale Ranz, no Bambanyetela. Delininga Salale Ranz, no Bambanyetela. Mi pega, como me pegava. Me abraça, como me abraçava. Me beija, como me beijava. Me pega, como me pegava. Me abraça, como me abraçava. Me beija, como me beijava. Habari Kani.